Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind an der Goldküste, machen jetzt in der dritten Folge die Bruderschaft, das DLC, mit dabei die Khaleesi, die mich ein bisschen unterstützt, die das auch noch machen wollte, muss, möchte, wie auch immer. In der letzten Folge haben wir unseren Auftrag Mord erledigt und jetzt sollen wir zum geheimen Lager. Ich schaue mich mal eben noch um hier. Upsala. Das ist die Frage, muss sie da nicht hin? Soll ich dir den Weg zum Versteck zeigen? Sagen wir mal, ansonsten machen wir es dann alleine weiter. Kurz auf Antwort und dann geht es direkt weiter. Irgendwie ist die Katze zu klein für ihn. Achso. Okay, nö, dann reiten wir dahin. Tja. Wir müssen wieder einmal quer durch die Stadt. In der letzten Folge auch. Ich folge dem richtigen Pfeil hier. Lang Zutritt zur Freiheit zur Stadt hier. Was? Festgehalten? Was? Oh! 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 Was denn? Okay. Nein! Nein! Drecksack! Ich bin lieb! Nur raus hier. Ja, ich hab's gemerkt. Falscher Weg. Den letzten drücken kann ich jetzt noch. Pass auf. Och, Ausdauer. Glück gehabt. Was haben wir hier? Reine Orvanus, ja. Der. Ja. Was bist du? Ein Deutschrücken. Guck mal hier, der ist. Aha. Miezekatze. Die töte ich nicht, nein. Auf keinen Fall. Was mit euch hier? Schmugglerrabauke, ja. Ihr könnt ein bisschen Dresche vertragen. Bums. Tot. Stellen, damit wir nicht ganz umsonst hier hochgelatscht sind. Auch wenn wir hier hoch müssen. Aber es ist so deprimierend, wenn ich gar nichts looten kann. Was? Wieso ist denn jetzt weg? Kommst du mal nach mir bitte? Wenn er jetzt gerade ist hier. Wo ist sie denn jetzt? Warte, dann holen wir eben den Wegschrein. Aktiviere eben den Wegschrein. So, Miezekatzen. Ja, dann schauen wir mal, was uns questmäßig hier noch erwartet. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir zurück nach Deutschsturz. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Wird da auch mal durchkommen.
Gut, dann über ein Buch. Adlerauge. Gibt's hier eigentlich auch Himmelsschirm? Ja. Scheint noch nicht gerade klein zu sein hier. Haben wir noch Bücher? Okay, dann reisen wir mal eben. Klickt links. Bitte. Reisen wir schnell hin. Ja. Also ich, sie meinte, wir hätten Bananen oder so. Da wollte ich auch nochmal gucken. Materialien. Nein, haben wir nicht. Bossgüter. Einrichtung, verschiedenes. Handwerksbeutel. Bananen. Genau. F zum Interagieren. Wir wollen. Bleib mal stehen. Wir folgen oder was? Okay. Dann folgen wir der Khaleesi mal eben. Ich hoffe nicht, dass das Obst jetzt in der Tasche schlecht wird, ne? Du reitest jetzt mit uns dahin. Ich war schon kurz vor. Da. Schon Blumen. Ja. Wir sollen einen Dungeon machen. Keine Ausdauer mehr. Ja. Einmal kurz in die Sporen treten und dann war es das. Schlimp, schlimp. Ja. Ich würde mich gerne jetzt mal als PvP. Ah, ich würde so viel, so gerne, so viel, so alles quasi machen hier und kommt zu nichts. Ab nach Cyrodiil. Gibt's auch wieder jede Menge Queste. Was? Minotauren-Schamane. Schwarze Hand. Ruckel, 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 ruckel. Ist es. Ah, die sprechende Tür. Okay. Ausgezeichnet, mein Bruder. Bitte rein. Freistadt der Dunklen Bruderschaft. Es gibt nur wenige, die das Innere einer Freistadt der Dunklen Bruderschaft sehen dürfen und noch weniger leben lang genug, um davon zu berichten. Mhm. Bin ich mal gespannt. So. Okay, wir folgen ihr mal.
Attribute. Schön hier. So. Ihr müsst der neue Initiant sein. Der Sprecher ließ uns wissen, dass ihr unterwegs seid. Ich bin die Matrone dieser Freistadt. Gehorcht mir bedingungslos. Und ich bin sicher, dass wir uns gut verstehen werden. Natürlich, Matrone. Und das ist für euch die verhüllte Rüstung. Die Uniform der dunklen Bruderschaft. Ihr seid jetzt Teil der Familie. Also dürft ihr auch ruhig so aussehen. Schlagt euch gut und ihr werdet in den Rängen der Bruderschaft rasch aufsteigen. Ich bin sicher, ihr werdet uns alle stolz machen. Unidentifizierte Waffe von Cetis Berührung. Diese große Kiste enthält eine Waffe von Cetis Berührung. Straferlass. Begleicht das von auf euch ausgesetzte Kopfgeld in Höhe von bis zu 2000 Gold und macht aktuelle Taten und Verfehlungen ungeschehen. Verhüllte Rüstung. Ein Kostüm. Ein Fertigkeitspunkt. Dankeschön. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Kinder der Mutter der Nacht und unseres Schreckensvaters. Sogar einsame Assassinen brauchen eine Familie. Stellt euch den anderen vor, sie können euch Rat und Informationen geben und euch bei schwereren Kontrakten sogar unterstützen. Bekomme ich bald wieder einen Kontrakt? Ihr seid eifrig, was? Mhm. Das ist gut. Dann geht und sprecht mit Elam Drahls. Er kümmert sich um die kleineren Kontrakte für neue Initianten. Beweist euch ihm und interessantere Aufträge werden folgen. Willkommen in der Familie. Danke, ich werde mit ihm reden. Seht euch in der Freistadt um. Trefft die anderen. Zumindest die, die gerade daheim sind. Ich glaube, Grüne Giftzunge, Kor, Hildegard, Mirabel, Simba und Tanek sind verfügbar. Sobald ihr fertig seid, sollte Elam eine neue Aufgabe für euch haben, die ihr abschließen könnt. Ich habe etwas von einem Mord an einem Mitglied der Dunklen Bruderschaft gehört. Wo habt ihr das? Ach, darüber haben sie auf dem Anwesen der Adligen gesprochen, nicht wahr? Diese Bastarde. Es ist wahr. Jemand tötet unsere Brüder und Schwestern. Wenn die Jäger zu Gejagten werden, ist es, als wäre die gesamte Welt aus dem Gleichgewicht geraten. Habt ihr eine Ahnung, wer der Mörder ist? Wir gehen der Sache nach. Es ist für uns nichts Ungewöhnliches, das uns unsere Vergangenheit einholt. Und wir können auch nicht über einen Mangel an Feinden klagen. Wir werden erfahren, wer dieser Mörder ist. Und dann wird Vergeltung geübt. Wer würde es denn wagen, die Dunkle Bruderschaft herauszufordern? Es mag sein, dass nur wenige die Dreistigkeit besitzen, sich uns offen entgegenzustellen. Doch es gibt viele, die die Bruderschaft zerschlagen sehen wollen. Das hier fühlt sich anders an. Bleibt wachsam, haltet die Augen offen und berichtet uns von allem, was euch bei der Ausübung eurer Pflichten sonst noch auffällt. Wie komme ich in der Bruderschaft voran? Ein wenig Strebsamkeit ist gut für die Seele, aber es darf nicht zu viel werden. Erfüllt die Kontrakte, die euch zugeteilt werden. So einfach ist das. Jedes Leben, das ihr zu Cetis schickt, erfreut die Mutter der Nacht und mehrt euer Ansehen. Erfüllt genügend Aufträge und ihr werdet belohnt. Was geschieht, wenn ich gut vorankomme? Wir betrauen euch mit schwierigeren Kontrakten und weisen euch auffälligere Ziele zu. Der Lohn ist größer und wir werden euch bitten, der Bruderschaft in wichtigen Angelegenheiten auszuhelfen. Aber ihr solltet nichts überstürzen. Beginnt erst einmal mit Elams Kontrakten. Erzählt mir etwas über euch. Die Vergangenheit ist nichts, worüber wir hier reden. Für die meisten von uns fing das Leben erst dann richtig an, als uns der Ruf ereilte, der Mutter der Nacht zu dienen. Und mich ereilte er schon in sehr jungen Jahren. Wart ihr schon immer die Matrone? Niemand tritt der Bruderschaft bei und hat sofort eine mächtige Stellung inne. So laufen die Dinge bei uns nicht. Ich musste mich beweisen und zeigen, dass meine Hingabe der Mutter der Nacht und ihren Lehren gilt. Ich diente viele Jahre, ehe ich mir meinen Titel verdiente. Seid ihr in dieser Freistadt durch die Ränge aufgestiegen? Diese Freistadt war schon immer mein Zuhause in der Bruderschaft, wenn es das ist, wonach ihr fragt. Ich habe mit angesehen, wie sich die Goldküste im Lauf der Jahre veränderte. Doch das sind genug Fragen zu meiner Person. Okay. Mir würde der Gedanke nicht gefallen, dass ihr aus irgendeinem Grund versucht, mich einschätzen zu wollen. Ja, leb wohl. So, kannst du mal dein Kostüm anziehen? Ja, Moment. Dafür müssen wir aber den ganzen Knös hier erstmal aktivieren, ne? Alles. Oder hat er das schon automatisch gemacht? So viel Kram. So viel Kram. Ich bin ja falsch. Gegenstände. Ja. Straferlass. Nutzen. Kopfgeld wurde beglichen.
Okay, dann wollen wir mal natürlich das stylische Kostüm anziehen. Da hat die Khaleesi schon nicht Unrecht unter Sammlung. Und zwar aussehen, was aussehen, was aussehen? Kostüme. Dunkle Verführerin, verhüllte Rüstung aktivieren, war es die? Und wir machen aber noch Persönlichkeiten. Assassine. Also sieht ja schon cool aus, wie der. Deutsch spielt, oder? Habe ich jetzt das Richtige aktiviert? Mit? Muss mal gucken. Sammlung, Kostüme, Diebesgilde, Manimako, Dunkel. Wir haben ja nur den. Muss ja das Verhüllte sein, ne? Wenn wieder mit dem Deutsch spielt. Nice. Und wir sind eine Miezekatze, ne? So, dann wollen wir die Khaleesi noch eben fragen, ob sie was brauchtest du noch an Mats Bananen? Bananen. Bananen. So. Treff dich mit Hildegard. Was ist das hier? Okay, probieren wir mal zu handeln. Ja, sie mag nicht handeln. Ja, okay, dann machen wir jetzt für die Bruderschaft weiter, aber dann kommen wir irgendwann an den Punkt an, wo wir die Gegner nicht schaffen. Hat's ja gesagt, wird immer schwieriger. Oh, dann machen wir Dolchsturz weiter. Schmetterlingsflügel. Oh. Schmetterlingsflügel haben wir ja so. Sie hat ja behauptet, in einer Folge hätte sie gesehen, dass ich da sowas aufgehoben habe. Insektenstücke kann sie haben. Schmetterlingsflügel. MNOPQRS. Ja, 4 Stück haben wir. Okay, können wir denn jetzt handeln? Geht jetzt gar nicht, ne? Weil wir können jetzt nicht auf diesen Handwerksrucksack zugreifen. Ist das richtig? Did I see this right? Okay. Muss ich dir per Post schicken? Oder warte mal, kann ich das hier rausnehmen? So. Auspacken. Na,
probieren wir es nochmal. Was abgebrochen? Was heißt das? Willst du mit mir nicht handeln? Ja, Kinders, dann wird in dieser Folge leider nichts mehr passieren. Ja, komm, zack. Komm, handel mich an. Dann auf die Kette kriegen hier. Schurke, der nicht handeln kann. Warum geht das nicht? Dups. Geht der Handel jetzt weiter? Hast du die jetzt bekommen? Bücher. Der Bank schauen. Wen haben wir denn jetzt? Sprich mit Elran. Das war der erste, wo sie gesagt hat, mit dem wir reden sollen, ne? Juan Hildegard. Tanek. Du? Bring mit Giftsprung. Wo ist denn der? Tiefer. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Sorry, wenn jetzt die letzten 5 Minuten nicht mehr so viel passiert ist, aber ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Wirst du die nächste Folge sehen. Entweder sind wir noch hier oder wir sind dann schon wieder in Deutschsturz und questen da weiter. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.